vom Vater verführt. Der Mandant findet anzügliche Fotos eines älteren Herrn auf dem Laptop seiner Tochter. Er macht sich große Sorgen. Verzweifelt sucht er gemeinsam mit seiner Freundin Hilfe bei Lenzen und Partner. Und das hier sind also die Fotos, von denen Sie gesprochen haben. Jetzt hat meine Tochter schon Aktfotos von diesem Mistkerl. Ist doch widerlich. Ist mal gerade 17. 17. Sind Sie das Laptop von Ihrer Tochter, ja? Ja, zu meiner Tochter. Ich muss heute Mittag Bewerbung rausschicken. Da muss ich an Ihren Laptop und da habe ich zufällig diese Bilder entdeckt. Das ist derselbe Typ, mit dem ich Sie in diesem Café so vertraut gesehen habe. Sie kennen diesen Mann aber nicht, oder? Nein, woher auch? Mir kommt er irgendwie bekannt vor, aber ich kann mich auch irren. Keine Ahnung. Was sagt denn Ihre Tochter dazu? Ja, nicht viel, weil da ist im Moment geht das nicht. Die blockt total ab. Da ist gar kein Rankommen. Wirklich, ich hab's versucht, geht nicht. Okay, gut. Was ist denn mit Ihnen? Mann, warum reden Sie nicht mal mit der Tochter, so von Frau zu Frau? Vergessen sei meine Frau. Als Linas Mutter vor 3 Jahren gestorben ist, baut Lina zu niemandem mehr Vertrauen auf. Sie war ein absolutes Mamakind, wirklich. Und die sind sich auch total ähnlich. Ich zeige mal was. Ja, sehen Sie? Ich glaube, dass Lina ihrem Vater nie verziehen hat, dass er und ich zusammen sind. Ja, aber das ist doch kein Grund, Herr Lenz, sich direkt an so einen widerlichen alten Sack ranzuschmeißen. Das ist doch nicht recht, das kann doch nicht rechtens sein. Ja, doch, ist es. Schauen Sie, Ihre Tochter ist 17 und wenn die eine Beziehung zu einem älteren Mann hat, dann mag das zwar ungewöhnlich sein, aber es ist erlaubt. Selbst wenn die eine sexuelle Beziehung miteinander haben wollten, wäre das in Ordnung. Bitte, Herr Lenzen, Sie müssen diesen Mann finden. Bitte finden Sie den Mann. Ja, ich verstehe Ihre Sorgen. Natürlich, ich werde gleich meinen Ermittler darauf ansetzen. Wo ist Ihre Tochter denn jetzt? Sie ist wahrscheinlich auf der Bowlingbahn, da arbeitet sie einmal die Woche. Kannst du eigentlich bohren? Ja, kein Stück. Super. Gute Tarnung. Man sieht die Dinger eng. Du, vielleicht steht sie ja wirklich auf den Typen von diesem Foto. Ach, das glaube ich nicht. Nein, die ist 17, die Kleine, und der ist fast 50. Na, dann schnapp dir mal eine Kugel und mach dich mal damit vertraut. Sag mal, welche Finger steckt man denn nochmal? Die zwei und den hinten stützt ab und dann den Daumen. Okay? Okay, also Ringfinger und Mittelfinger. Oh. Alles klar. Okay. So, irgendwie steht die schon auf ältere Männer. Hm? Das ist ihr Job, Chris, nett zu sein. Na, das ist schon viel. Okay. Also Ringfinger, Mittelfinger. Ja, genau, die zwei Finger. Daumen mit den zwei hinten schön abstellen. Du, das ist ganz schön schwer. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Sie telefoniert. Sollen jetzt schön schwingen mit dem Arm. Schwingen? Ja. Und den Arm schön steif halten. So? Genau so. Genau so. Nochmal? Ja, mach mal. So. Genau, schön schwingen, den Arm schön steif, nicht mit dem Handgelenk. Du, sie geht gerade. Vielleicht solltest du hinterher, weil falls er auf Toilette muss, bin ich ja der Falsche. Alles klar. Ich habe ja nichts zu tun heute. Lass mich in Ruhe. Ich lasse mich doch nicht mit einer SMS von dir abweichen. Mal da hinten. Okay, dann kannst du haben. Ich mache Schluss mit dir. Hast du es jetzt endlich kapiert? Du spinnst doch total. Ich habe doch keinen Bock mehr auf dich. Was willst du denn mit diesem alten Stecher? Er ist doch widerlich. Was? Wovon redest du überhaupt? Ja, ich habe euch genau gesehen. Weiß dein Vater eigentlich, was da läuft? Wäre bestimmt interessant für ihn zu wissen, was... Wer? Du sagst mein Vater was, Daniel! Du spinnst hier! Lass mich endlich in Ruhe. Das ist mein Leben, Daniel! Ich check echt nicht, wie du drauf bist. Was soll der ganze Scheiß? Was ist denn hier los? Ina, jetzt reicht's mir langsam mit dir. Deine Zeit hier ist abgelaufen. Und du, Freundchen, verpiss dich hier. So, und jetzt ab nach vorne mit dir, Lina. Sofort. Ich muss mit dir reden. Und? Pass auf, Chris. Wir sollten schon mal unsere Schuhe wechseln. Ich glaube, der Chef, der schmeißt die Kleine gleich los. Das hat ihn richtig eskaliert. Okay. Auf jeden Fall ziemlich in Stress mit ihrem Ex-Freund. Der ist so ungefähr 19. Also du meinst, sie steht jetzt doch nicht auf ältere Männer? Doch, ich glaube, sie steht doch auf ältere Männer.
Wenn die Ex-Freund ihr gerade gesagt hat. Na, wie geht's mit deinem alten Stecher? Der ist ziemlich eifersüchtig. Okay, dann geht's jetzt gerade ganz schön ab. Normalerweise mache ich das ja auch gar nicht. Das kann ich nicht gebrauchen. So läuft das nicht bei mir. Was soll das heißen jetzt? Weißt was, du kannst gehen. Ich kündige dir. So einfach jetzt? Hier ist deine Kohle für heute, aber lass dich hier nie wieder sehen. Kannst du haben. Halt bloß ab. Bist du fertig? Ja, ich hab's. Na, komm. So, bitteschön. Ihr wollt schon gehen, aber ich hab doch für 2 Stunden bezahlt. Ja, mein Daumen macht nicht so mit. Hier ist ein T-Shirt. Hau bloß ab und lass dich hier nie wieder sehen. Ja, aber das ist doch nicht so der richtige Sport für meine Frau. Schade. Schönen Tag noch. Und schönen Abend. Tschüss. Ja, danke. Okay, ich bin in 20 Minuten da. Das ist jetzt 100%ig mit dem alten Knacker. Ja, ich glaube auch. Die Bayern sind jetzt auch egal. Die Ermittler folgen Lina Jobst. Sie glauben, dass das Mädchen sie nun zu dem ominösen Unbekannten führt. Nee, guck mal. Wie geht denn das Hotel? Vielleicht wohnt der Typ ja da. Ulsi trifft sich mit ihm da zum... Chris, bitte. Was denn? Ich will's gar nicht erst hören, was du dir da gerade... Und vorstellen will ich mir schon gar nicht. Ja. Sieht so aus, als wenn sie sich hier auskennt. Ja. Alex? Alex? Hi. Hallo, Kleines. Komm rein. Ist die Kamera dabei? Ja, klar. Verdammt. Ich hab die Schnauze so voll von allem. Ich will nicht mehr nach Hause und zur Schule will ich auch nicht. Das nervt mich alles. Alex, verstehst du das? Ich mach dir doch nicht so einen Stress. Setz dich erstmal. Komm. Das ist definitiv der Typ vom Foto. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der in seinem Hotelzimmer von der Kleinen will. Schweißige Schuhe. Das kann sein. Das kann nicht nur sein. Das ist so. Jetzt lass doch den Kopf nicht hängen. Ich bin doch auch noch da. Mensch, lass bloß die Finger von mir. Pass auf. Wie denn? Ich habe ein Geschenk für dich. Du hast echt ein Geschenk für mich mitgebracht? Das würde dich wirklich freuen. Sonne, pass auf, der... Was ist das denn? Oh, Scheiße. Was macht ihr denn da? Ist das die Kamera oder was? Ganz ruhig. Wir sind Privatermittler. Wir arbeiten für Guido Jobst, unseren Mandanten. Und wir würden gerne wissen, was Sie mit seiner Tochter hier machen. Das geht Sie gar nichts an. Also, das geht uns gar nichts an, wenn Sie mit Minderjährigen Sex auf Ihrem Hotelzimmer haben, ja? Wie bitte? Kommen Sie jetzt mal raus mit der Sprache, oder? Warum gehen Sie sonst mit einer Minderjährigen auf Ihr Hotelzimmer? Helfen Sie ihr bei den Hausaufgaben, oder was? So nicht, mein Freund, so nicht, mein Freund, okay? So, und jetzt will ich wissen, was hier gespielt wird. Und zwar pronto! Alex ist mein Vater. Was? Ja, das. Können wir das vielleicht hinklären? Ja. Ja, klar. Sie wollen also Linas Vater sein, ja? Das ist ja wohl die blödeste Ausrede, die ich je gehört habe. Wie heißen Sie? Alexander Eckhardt. Und ich bin wirklich Linas Vater. Lina, wir sind hier, um dir zu helfen. Ich brauche eure Hilfe aber nicht. Schickt dein Vater seiner Tochter so ein Foto? Ach, Sie haben doch echt keine Ahnung. Alex ist mein richtiger Vater. Erzähl das mit dir und Mama, Alex. Oh ja, erzählen Sie mal. Würde mich echt interessieren. Mich auch. Na schön.
Ich hatte ein Verhältnis mit Linas Mutter, als sie schon mit diesem Guido Jobst verheiratet war. Ich wusste von Anfang an, dass sie mein Kind war, aber... Aber Linas Mutter wollte ja ihre Ehe nicht gefährden und deshalb haben wir niemandem etwas gesagt. Aber sagen Sie mal, das ist doch schon ewig her. Und jetzt kommen Sie auf einmal mit dieser Geschichte hier an. Da, wann ist Ihre angebliche Tochter Ihnen denn so wichtig? Ich hatte die letzten Jahre keinen Kontakt mehr zu Linas Mutter. Ich war viel mit meiner Firma in Südamerika unterwegs. Aber dann hatte ich die Reiserei endgültig satt und habe meine Firma verkauft. Ach, und jetzt ist Ihnen dann auf einmal Ihre Tochter wieder eingefallen. Und Sie interessieren sich für sie. Ja, da bin ich auch sehr froh drüber. Wohnen Sie wieder hier in der Stadt? Ja, ich habe genug Geld verdient. Ich wollte einfach ein ruhiges Leben haben. Aber dann habe ich erfahren, dass Linas Mutter gestorben war. Darum hat er sich auch bei mir gemeldet, damit ich endlich die Wahrheit erfahre. Glauben Sie mir, ich habe wirklich mit mir gerungen. Aber Lina hat doch auch ein Recht auf die Wahrheit. Genau. Soll ich Ihnen was sagen? Ich kaufe Ihnen Ihre Story nicht ab. Ja? Sie wollen mir erzählen, Sie sind ein erfolgreicher Geschäftsmann und wohnen hier in einem drittklassigen Hotel? Mann, ich habe einfach nichts Besseres gefunden. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass gerade Messe ist? Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich ziehe bald in ein schönes, richtiges Haus. Ja, und da ziehe ich mit ein. Mensch, Lina, bloß weil dir der neue Dad besser in den Kram passt, heißt noch lange nicht, dass er ein richtiger Vater ist. Doch, ist er aber. Wir haben nämlich einen Gentest gemacht. Alex ist mein richtiger Vater, auch wenn Ihnen das nicht in den Kram passt.